Winnetou und Old Shatterhand. Zwei Helden meiner Kindheit. Stundenlang habe ich mit meinem älteren Bruder mit Indianerfiguren gespielt. Wir haben Burgen gebaut und ganze Anlagen. Und manchmal waren wir selbst Winnetou und Old Shatterhand, wobei mein Bruder der war, der die Donnerbüchse, die Silberbüchse hatte, die richtig gute. Helden, die gegen das Böse gekämpft haben. Die beiden, die waren die Guten. Und bei unserem Spiel, da war es eigentlich, wie es so in Heldengeschichten ist. Es gab Gut und es gab Böse. Und sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen, da hat die Hautfarbe überhaupt keine Rolle gespielt. Old Shatterhand und Winnetou, Helden meiner Kindheit. Die Zeiten sind lange vorbei, auch wenn mein Sohn immer noch meine Indianerfiguren von früher mag. Und auch ich spiele nicht mehr Winnetou oder Old Shatterhand draußen, hier in den Weiten des Südharzes. Aber Helden prägen unser Leben. Für manchen ist Cristiano Ronaldo ein Held. Für andere, die es eher romantisch mögen, Aschenbrödel. Darum wird der Film in der Weihnachtszeit immer wieder geschaut. Und es prägen auch Helden der Vergangenheit unser Leben. Kaiser Barbarossa. Herzlich willkommen zur mobilen Kanzel, wieder nach der Sommerpause, um uns einmal auf die Spurensuche nach einem der Helden der Vergangenheit zu begeben. Dem Kaiser, der vor 900 Jahren geboren wurde, 1122. Eine Spurensuche, aber nicht als Geschichtler, sondern als Pfarrer. Weil auch im Glauben es um Helden geht und um einen Held, der das Böse besiegt und für das Gute steht. Für meinen Held, dem ich nachfolge, Jesus Christus. Also machen wir uns auf den Weg, um den Helden einmal nachzuspüren. Helden. König Kaiser Barbarossa. Wenn man ihn sucht, dann muss man eigentlich hier auf diesem Feld unterhalb des Kyffhäusers beginnen. Denn hier war Barbarossa aller Wahrscheinlichkeit nach bestimmt einmal entlang geritten. Hier ist einer der Plätze, wo vieles mit ihm verbunden ist. Hier hinter mir, hinter diesen Streuobstwiesen, da ist die Königspfalz Tille da. Da war Barbarossa mit Sicherheit. 1174 gibt es eine Urkunde, die er dort gesiegelt hat. Und ganz besonders ist mit Barbarossa ja der Kyffhäuser selbst verbunden. Dort oben, wo heute das Kyffhäuser-Denkmal ist, da hat Barbarossa selbst eine der größten Reichsburgen seiner Zeit gebaut. Im 12. Jahrhundert gab es vermutlich keine Burg, die größer war als die Reichsburg Kyffhausen. Es gab eine Vorburg, eine Mittelburg, eine Hauptburg, über 600 Meter lang, stark befestigt. Unglaublich. Aber wie das so mit Helden ist, es ist gar nicht so einfach, wirklich herauszubekommen, wer sie wirklich waren, was sie wirklich bedeuteten. Selbst das Geburtsjahr von Barbarossa, Friedrich I., das Jahr 1122, ist gar nicht so sicher. Und man weiß auch gar nicht genau, wo er eigentlich geboren ist. Die Meinung von manchen ist, dass er in Hagenau geboren wurde. Das ist der erste Ort im Elsass, wenn man dort über die deutsche Grenze geht. Barbarossa, eine Gestalt, bei der manches im Dunkeln liegt. Hier auf diesem Acker, da ist ein riesiges Bodenbild zu Ehren des 900. Geburtstages des Kaisers Barbarossa zu sehen. Aber wenn man hier unten ist, so wie ich, dann sieht man so weiße Planen. Im Hintergrund sehen Sie auch noch einige rote. Mit mühsamer Arbeit aufgebaut, über 700 Messpunkte gibt es. Aber hier unten, da merkt man eigentlich gar nicht so viel davon, was es eigentlich wirklich ist. Wenn man manchmal nur so Ausschnitte sieht, dann erkennt man das, was einen Helden eigentlich ausgemacht hat, was das Leben von Barbarossa beinhaltet, da erkennt man eigentlich wenig. Und ich glaube, manchen geht es so, wenn ihr
an den Held denkt, der mir wichtig ist, Jesus, Gott. Da erkennt man manchmal wie so von hier zwar bestimmte Dinge. Es gibt Kirchen, es gibt Christen, die sich sammeln. Aber irgendwie so die großen Zusammenhänge, das erschließt sich oft nicht. Da sind wir Menschen so, wie wenn wir hier so durch dieses Bodenbild laufen und zwar sehen, dass es irgendwie weiße Farben sind, dass irgendwas da ist. Aber man versteht gar nicht den großen Zusammenhang. Ein Bodenbild, das sich erst erschließt, wenn man von oben drauf guckt. Und auch das wollen wir tun, dem Helden, dem König Barbarossa hinterher. König Barbarossa, wie er auf seinem Thron sitzt, hier am Fuß des Kyffhäuser-Denkmals, aus rotem Sandstein gehauen. Auch wenn die Symbolik, alles was mit diesem Denkmal hier verbunden ist, das von 1896 stammt, nicht so ganz meine Sache ist, ist es doch ein interessantes Bild. Es geht auf die Sage zurück, dass Barbarossa unten im Kyffhäuser sitzt und wartet, bis das Deutsche Reich wieder eins wird. Alle 100 Jahre schaut er nach und sein roter Bart ist schon durch seinen Steintisch gewachsen. Barbarossa, der Name Rotbart, da kommt es her. Über dem Barbarossa das Reiterstandbild von Wilhelm I. Und der hatte einen weißen Bart. Der Barbarossa, der Rotbart unten und der Weißbart, der Barbablanca oben drüber. Als der, der den Traum von Barbarossa verwirklicht hat und dann wieder die Einheit des Reiches geschaffen hat. Wir alle wissen, was es mit diesem Reich dann auch auf sich hatte und wie sich vieles entwickelt hat. Aber Heldenfiguren der Vergangenheit, die werden manchmal missbraucht. Das kenne ich gut vom christlichen Glauben. Was alles im Namen Gottes geschehen ist, wo Menschen in den Krieg gezogen sind im Namen Jesu, da sind viele Missbräuche passiert von einem Helden, der eigentlich gut war und der das Gute wollte und nicht den Krieg. Bei dem Kyffhäuser-Denkmal, bei dem Blick auf den steinernen Barbarossa, da denken hier in der Gegend die meisten weniger so an die konkreten historischen Ereignisse. Es ist vielleicht auch ein Stück Heimat, ein Symbol dafür, dass man hier in der Goldenen Haue am Kyffhäuser zu Hause ist. Ich persönlich liebe hier am Kyffhäuser-Denkmal vielleicht nicht unbedingt alle Steinskulpturen, aber eins finde ich hier oben immer wieder wunderbar. Was ich vor allem liebe, ist die Weite. Der Blick über die ganze Gegend ringsumher. Man kann von hier bis zum Buchenwald nach Weimar schauen, bis zum Brocken, bis zum Josefskreuz. Weite und Freiheit. Das ist irgendwie was anderes als dieses in Stein gehauene Denkmal. Ein Held zu haben, der mit Weite und mit Freiheit verbunden ist. Das ist für mich auch der christliche Glaube. Einen Gott zu haben, seinen Sohn Jesus Christus, der uns Freiheit schenkt und Weite. Wo es nicht darum geht, dass man in Stein gefasste, konkrete Dinge hat, sondern dass man spürt, dass seine Kraft, die mich belebt. Von hier oben sieht man jetzt das Ganze, das wunderbaren Bodenbildes auf dem Acker von Richard Niederhäuser aus Tille da. Ein tolles Bild und hier oben setzt sich irgendwie zusammen, was man unten nur so in Ansätzen gesehen hat. Dort, wo wir vorhin bei dem Weißen standen, das ist die Krone des imaginären Barbarossa. Und die roten Streifen, das gehört zu seinem Bart. Ein Bild, wo man von oben den Blick darauf hat, wo sich Dinge zusammenzusetzen. Wenn wir an Helden denken, dann ist es gut, von oben in die Gesamtschau zu schauen. Bei Barbarossa, wie die Verhältnisse damals waren, wie die Geschichte war, wie er wirklich gewesen ist. Und auch beim Glauben an den Held, der mir wichtig ist, ist es gut, die Dinge von oben zu betrachten. Mit allem, was dazugehört.
mit dem Anfang der Welt, mit dem Volk Israel, mit der Geschichte des Judentums und auch mit den Entwicklungen und auch mit den vielen Fehlentwicklungen, die es gegeben hat, bei denen, die dem Held Jesus nachgefolgt sind im Laufe der Geschichte. Helden. Egal ob Winnetou und Old Shatterhand, egal ob Aschenbrödel oder Cristiano Ronaldo oder auch Helden aus der Vergangenheit, Siegfried die Nibelungen oder Kaiser Barbarossa. Uns Menschen, uns tun Figuren gut, an denen wir uns orientieren können. Die richtigen zu suchen, darauf kommt es an. Die uns wirklich Identifikation, Hilfe und auch Richtung zeigen. Für mich ist der Held, dem ich nachfolge, nicht nur weil ich Pfarrer bin, sondern weil es mir wichtig ist, unser Gott, Jesus Christus, sein Sohn. Bleiben Sie behütet. Sei behütet, sei behütet auf deinem Weg. Sei behütet, voll Vertrauen.